Oh, das ist so schön. Hä? Leute, das ist so schön. Warte mal, den Stein will ich aber noch mitnehmen hier. Ach, guck mal. Und den will ich auch mitnehmen. Guck mal, wer da ist. Okay, gut. Ich habe jetzt... Ah, okay. Oh mein Gott. Ja? Ich höre Stimmen. Wer ist das denn da hin? Bist du am Kacken? Was? Warte, nein. Ich komme mal zu dir. Warum hockst du da so komisch? Ich genieße das Bild. Was für ein Bild? Wie ich so angelaufen komme und mein Dings wackelt, ne? Komm mal hier zu mir und setz dich mal hier so neben mich und guck mal so zu den Bäumen. Erstmal hallo, Leute! Ja. Bei Sengoku Dynasty. Wir sehen beide gleich aus, wollte ich mal sagen. Jo, das stimmt allerdings. Das gefällt mir nicht, aber es ja, ich bin irgendwie... haben Sie sich schon mal selber unterm Rock geguckt? Ich hab mir was? Nein. Sie schon mal unterm Rock? Ja, können Sie mal machen. Nein. Doch, können Sie. Nein. Doch, können Sie. Nein, doch, ich bin ja keine Frau und ich will das gar nicht sehen. Sie können es aber machen. Ich guck mir nicht unterm Rock. Komm, machen Sie mal. Nein. Stehen Sie mal auf, gucken Sie mal. Nein, ich guck da nicht runter. Oh, wie gut. Ach du Scheiße. Haben Sie... Was? Sie haben ja voll die behaarten Beine. Ach Gott, jetzt ist aber gut hier, aber das ist ja, so jetzt schön reicht, jetzt aus. Reicht aber auch. So, Leute, wie gesagt, Spaß beiseite. Willkommen bei Sengoku Dynasty. Ganz genau. Und zwar im Multiplayer. Jawohl. Ich hab's euch ja versprochen. Also alleine kann man das machen, aber muss man nicht unbedingt. Aber ich könnte auch. Ich muss mal in mein Inventar gucken. Seht ihr? Alles, was ich eingesammelt habe, ist alles weg. Ich gucke auch mal ins Inventar. So. Alles, was ich eingesammelt habe, ist da. Guckt. So, und ich muss mal gucken, ob ich da hinten noch was einsammeln kann. Da war ja eine Fackel, ne? Das habt ihr ja gesehen vorhin. Was heißt vorhin? Bei der letzten Aufnahme habe ich ja die Fackel eingesammelt. Aber hier ist nichts mehr, ne? So wie ich das sehe. Ich habe alles leergeräumt. Was fällt Ihnen denn ein? Sind Sie ja nicht doof? Oder? Ja, aber hier sind Steine. Sie können Steine sammeln. Wenn Sie den Stein irgendwo hinschmieren. Auch das Messer habe ich mitgenommen. Habe ich noch was übersehen? Ich hoffe nicht. Was für ein Messer? Ja, da lag auch ein Messer in der Kiste. Haben Sie das noch nicht gesehen? In welcher Kiste? Steinmesser. Ja. In dieser Kiste liegt gar nichts. Ja, Sie sind ja auch blind manchmal. Also es ist folgendermaßen. Wir hier sind war auf, irgendwie ein Steinmesser drin. Wir sind auf dem Server der Rocklady gerade. Genau. Die hat ein Spiel aufgemacht und... das sieht so schön aus. Guckt euch das an. Und wir haben mal geguckt, ob das funktioniert. Und ich bin mal gespannt, weil die Quests und so, die wir da annehmen müssen. Ich weiß gar nicht, was das jetzt sein soll hier. Ja, ich mach mal den Hut wieder hier an. Achso, der war schon an. sprich mit Akku. Dann kann ich den Hut ja ausmachen. Dann brauche ich den ja gar nicht. Ah, doch, brauche ich schon. Also wird mir nicht angezeigt. Ja, bei mir steht unbekannte Küste, finde andere Überlebende. Den also haben wir jetzt hier gefunden. Angezeigt. Ich habe jetzt vorhin was eingesammelt. Dieser komische Steinsammler jetzt ist, da. Jetzt ist natürlich die Frage, Steinbeißer. Ob wir zusammen das machen müssen. Aber ich folge dir jetzt einfach. Geh einfach. Du folgst mir, oh Gott. Das stelle ich mal nicht so an. Aber geh neben mir, ja? Nicht hinter mir, weil sonst guckst du mir wieder irgendwo hin, wo ich gar nicht will, dass du da hinguckst. Na? Du gehst schon. Wo ist er? Ah, alles klar. Steine. Weil, jetzt bückt er sich auch noch vor. Oh, guck mal da oben. Ja, ich kann mich ja hinlegen. Nein! Was macht der hier? Steine sammeln! Ja, warum? Ach, weil es kann. Mach ich auch mal. Oh, eine Kokosnuss! Was? Ich will auch. So, da hinten wird mir jetzt einer angezeigt. Mir auch. Mir wird jetzt diejenige welche... Der. Der da mit dem Pokal in dem Kopf. Oh, warte mal. Ich bin mal gespannt. Hier ist Gras. Ey, hast du nichts anderes im Kopf als Gras? Hier ist Gras. Kann doch nicht wahr sein. Da ist auch Gras. Ach, hier ist auch Gras. Auch, hier sind Steine. So, ich guck mal, ob ich die ansprechen kann. Ja. Oder willst du das machen? Weil dann ist die doch. Ey, warte mal. Ich kann die ansprechen. Soll ich mal machen? Ja, mach mal. Hallo? Hallo? Flüchtling, so. Bei der Unterhaltung hören wir mal zu. Du bist... Ach so. Sprich? Du bist es. Akku, du lebst. Ach so, muss ich da draufklicken. Ja, ich... Als das Schiff unterging. Oh, Götter. Halt still, du bist verletzt. Es geht schon. Es ist nur... Mir ist so kalt. Bleib hier. Ich finde einen Weg, dir zu helfen. Ein Lagerfeuer. Für den Anfang.
Dann vielleicht ein Zelt, das dich vor dem Wind schützt. Dafür werde ich Werkzeug brauchen. Ich bin sofort wieder zurück. Okay. So, drei Steine habe ich doch schon gesammelt. Aber egal, wir sammeln jetzt nochmal drei Steine. Muss ich das jetzt machen oder du? Ich weiß nicht. Vielleicht kann ich das auch mitmachen. Eins. Drei. Drei. Okay. Wo ist denn hier unsere... Ach, guck mal, was ist der jetzt wieder hier so rausgenommen? Stöcke sammeln. Ach so, drei Steine, Stöcke. Ein Stücke, zwei Stücke. Hey, ich brauche auch noch ein Stöckel. Hier liegen noch genug Stöcke. Echt? Ich sehe gar keinen, ich sehe nur Steine. So, hier sind noch ganz viele Moment, Steine. Da ist noch ein Stück. Hier ist ein... Stelle eine Hand per... Was? Per Hand eine Axt her. So. Okay, Handarbeit. Und jetzt... Ich mache mal eine Axt. Ich stelle die mal her. Ich brauche aber erstmal ein Stöckel. Ja, hier liegen... Die liegen doch hier. Ach, komm doch mal her. Ja. Ich sehe hier schon einen. Hier liegen doch auch noch welche rum. Eins. Stimmt. Zwei. So, ich sehe jetzt aber auch, dass wir... Sie sollen einen Baum fällen. Ne? Und den Holzstamm aufsammeln. Ja, wie mache ich das mit dem... Rechtsklick. Soll ich mit ihr nochmal reden? Nee, Rechtsklick. Ja. Mach doch das, was da steht erstmal. Rechtsklick, ja. Und dann sollst du... Die Axt. Genau. Dann baust du dir jetzt die Axt. Und mit Tab-Taste kann ich jetzt die Axt da... Ach so, ja. Wir müssen Tab und dann nehmt ihr zum Beispiel... Ach so, ich habe gleich noch einen Tipp für euch. Das hatte ich euch noch gezeigt. Ich nehme mal hier die Axt und ziehe die jetzt auf 1. Mhm. Und das heißt, wenn ihr jetzt oben auf 1 drückt, habt ihr die Axt in der Hand. Ganz genau. So, wir hauen mal eben den Baum hier um. Ach so, ich habe noch einen Tipp für euch, Leute. Wenn ihr aufnehmen wollt, zum Beispiel, ich weiß nicht, ob jetzt überall so ist, aber ich kann euch... Oder streamen wollt. Ja. Geht in die Einstellung des Spiels und stellt die runter auf 30 FPS. Also nicht unbegrenzt. Also ich hatte das Problem, ich meine, mein Rechner, das weiß die Rocklady auch, ist ja nicht gerade der schlechteste, ist aber auch nicht der neueste. Mhm. Und ich habe das Problem gehabt, dass alleine schon beim Spiel, also wenn man im Menü ist, dieses Bild, wo da die Blütenblätter runterfallen und sowas, alles, dass das geruckelt hat. Und wenn ihr sowas im Stream zum Beispiel auch habt, versucht es einfach mal anhand der FPS-Zahl. Richtig, genau. Einfach runterstellen die FPS-Zahl auf 30, weil ich habe sie auf 30 stehen und das läuft verlüssig. So. Ich fange mal den und du den anderen Baum, ja? Den da? Ja, den da. Boah, hab ich eine Kraft. Ja. Ich mach mal. Ei. Baum fällt? Ja, nicht wirklich, ne? Was muss der da nochmal? Warte, er fällt. Oh. Ja, sehen Sie? So, ich muss jetzt einmal. Mach nochmal. Was soll ich denn jetzt machen? Zack. So, jetzt habe ich nochmal gemacht. Jetzt haben wir einen Busch gesammelt, was mache ich denn da? Jetzt sollen wir per Hand einen Hammer herstellen. Moment, ich muss mal das Brennholz hier nehmen und die Stücke und das nehmen und das nehmen und das nehmen. Ich nehme ja meine Stöcke hier weg. Ich habe den Baum gefällt und den nimmt man einfach alles weg hier. Ist auch egal, wir brauchen es doch zusammen. So. Ich kann die auch hier hinlegen, wenn du willst. Nein. Ich gucke jetzt erstmal, dass ich den Hammer herstellen kann. Ja. Den mache ich. Achso, ich muss die 1 den wieder wegstecken, dann kann ich ihn holen. Ja, genau. Ah, sehen Sie, ich habe nämlich jetzt nicht genug Holzstämme. Doch. Hä? Ich habe nur einen Stock. Ein Holzhammer? Mir fehlt ein Stock. Stöcke. Ja, mir auch. Ich brauche auch Stockes. Klaut er mir den letzten Stock? Ah, da ist der Stock. Braucht die Frau Stöckel? Hallo? Ja, hier ist ein Stock. Einer. Ein Stöckel. Und noch ein Stück. Jawohl. Noch ein Stöckel. Kann ich jetzt? Ja. Ich sammle noch ein paar Stöcke. So, ich habe einen Holzhammer. Und jetzt soll ich ein Lagerfeuer errichten. Ja, warte mal. Ich glaube, wir haben ja... Warte mal, ich mache jetzt auch mal den Hammer. Da muss ich einen Rechtsklick machen wieder, genau. Achso, ich muss den wieder ausrüsten hier. Genau, ihr müsst da wieder auf Tab gehen und den Holzhammer wieder in euer Inventar hier unten ziehen. Und dann habt ihr auf 2 den Hammer. Ich würde mal sagen, versuch du mal, den herzustellen, also das Lagerfeuer herzustellen. Ja, soll ich nicht erst mit ihr reden hier nochmal? Ne, du mach das, was da unten, was da steht. Achso, okay. Dann werde ich jetzt hier ein Lagerfeuer. Genau, mach du mal. Und ich bin mal gespannt, ob das dann bei mir unten auch weg ist. Ja. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber... Ich baue mal ein Lagerfeuer. Ich nehme mal den... Wenn nicht, muss ich das nämlich auch machen. Weil dann wäre es ja ein bisschen Blödsinn, ne? Ja. Wenn ich das auch machen müsste. Hammer in der Hand. Und
Dann sage ich, möchte ein Lagerfeuer machen. Ich bin mal gespannt, ob wieder. Komm, Leute, wir gucken uns halt mal an. Lagerfeuer, da brauche ich aber noch 4 Stöcker. Ja, kann ich dir geben. So, hier habe ich ein Lagerfeuer. So. Aua, du hast mir am Fuß gehauen. So, ich kann jetzt hier. Es fehlt mir nicht genug das Material. Also ich, pass auf, jetzt seht ihr das, Leute? Ich sehe das nicht. Aha. Das heißt, wir müssen das beide zusammen machen. Das heißt, ich nehme jetzt den Hammer und mache jetzt das Lagerfeuer. Und jetzt ist das da, wo du es hingestellt hast. Ah. Ich mache jetzt, ich kann das jetzt noch mit E verschieben. Ah, nee, ja. Gar nicht wahr. Das ist deins, ne? Du kannst aber jetzt das da reinhauen. Das stimmt. Oh, und meins ist auch fertig. Ja, guck mal. Ah, das ist ja super. So, also, jetzt machen wir noch das Zelt. Muss ich nicht mit ihr sprechen? Nein. Ja, okay. Immer gucken. Ja. Das war ja damals unser Problem auch bei, ja. Bei wie hieß das Spiel? Ich habe das schon wieder vergessen. Ich habe es auch gerade nicht parat. Immer aber das machen, was dunkel. Da steht. Ja, also, mach doch nichts. Ja. So, pass auf, das Zelt. Hm. Wie mache ich das jetzt am besten? Das Zelt? Menü öffnen. Genau. Ach, genau, einfache Bauwerke, da gehen wir drauf und dann ist hier jetzt irgendwo ein Zelt. Setze ich hier ein Zelt, oder? Ich genau, mal stell mal hin, genau, dann brauche ich das nicht machen. Drehen tue ich das mit R. Mach das mal näher zum Feuer hin. Ja. Also so, gut. So. Und wir gucken mal, ob wir das zusammen bauen können. So, ich hab's jetzt hier. Warte, ich fange mal an. Moment. Nee, das geht nicht. Du hast irgendwas falsch gemacht gerade. Doch, das geht. Nee, Kollision. Wie Kollision? Ach so, du musst das an dieselbe Stelle dann, oder was? Nee. Komm mal hier hin. Also ich kann da nichts machen. Mit dem Hammer. Bau du mal? Ich baue. Mach das so, mal. Jetzt habe ich nicht mehr genügend Rohstoffe. So, ich guck mal, ob ich da jetzt helfen kann. Ja. Wenn du anfängst, kann ich da helfen. Ah, okay. So, ich habe auch nicht mehr genug Material. Ja, mir fehlen Stöckis. Stöckis? Stockels. Ob wir hier jetzt welche finden, das ist aber. Das ist schwierig, aber ich habe ja. Ah, ja, ist ein habe ich, ein zwei habe ich. Wie viel brauchen wir denn noch? Ich weiß nicht, vielleicht reichen die schon. Warte mal, ich setze mal einen rein. Ja, und jetzt du noch deine zwei. Ja, ich habe dreimal gesammelt. Ja, ich schau mal so die drei noch rein. Jawohl. Jo. Also so läuft das. Ich finde das geil irgendwo. Dass eben halt derjenige welche, der eben halt den Server aufgemacht hat, dass der das machen kann. Aber ne? Du machst arbeitest mit. Und ich arbeite mit. So, jetzt können wir mit der Dame reden. Ja, das machen wir auch mal. So, du machst das? Mit, ich rede mal mit ihr. Genau. Warte. Du sprichst wieder sie, ich sprich wieder ihn. Bei der Unterhaltung denn, zuhören. Warte. Moment, ah, du bist es? Hä? Was? Ja, das ist normal. Jetzt kommt es. Nee, kann ich nicht. Ach, du musst machen. Nee, eigentlich musst du die Unterhaltung führen, weil dann ist das besser. Ja, ich kann es aber nicht mehr abbrechen. Jetzt musst du das machen. Ach so. Moment. Ich spreche. Ah, du musst jetzt sagen, ah, du bist es? Genau. Ach, du bist es. Fühlst du dich jetzt besser? Ja, danke. Es wird schon werden. Ich habe hier ein paar frische Fische. Die brate ich uns jetzt. Aber wie soll es jetzt weitergehen? Auf dem Schiff hatten wir Vorräte. Hier haben wir gar nichts. Wann ziehen wir weiter? Wir ziehen nicht weiter. Wir können nicht unser ganzes Leben lang weglaufen. Schau dich um. Das Land hier ist fruchtbar. Die Bäume sind hoch und das Wasser klar. Und ich habe bisher noch keinen Soldaten hier gesehen, die all das dem einfachen Volk vorenthalten könnten. Du? Mm-mm. Doch du? Nein. Ach so, ich habe immer an den Legenden vom Königreich der Bauern geglaubt und ich werde jetzt nicht damit aufhören. Vielleicht hast du recht, aber wo fangen wir an? Ist das dort drüben überhaupt noch ein Dorf oder sind es nur Ruinen? Ich werde mich umsehen. Sicher kann ich jemanden überzeugen, uns zu helfen. Es ist ungewöhnlich, aber ist mal auch eine nette Art, ein Spiel zu spielen. Es ist sehr, sehr ungewöhnlich, muss ich sagen. Ich mach mal ein Licht. Oh, eine Fackel. Ich guck mal, ob ich das auch kann. Aber das reicht ja, wenn du eine Fackel hast, ne? Kann dir eine Fackel hinlegen. Ich hab doch zwei. So. Ähm,
es ist ungewöhnlich, ein Spiel so zu spielen, wie wir es gerade tun. Also wir haben ja immer unsere eigene Art, das zu machen. Ja, ich spiele jetzt auch aus der Ego-Perspektive, damit ich diesen Charakter nicht sehen muss. Sorry, nichts gegen... Wie geht das eigentlich? Mit F? Ja, mit V. Ah, wie immer. Ach so. Nee, das spiele ich nicht so, weil ich das euch aus der dritten Person zeigen möchte. Du kannst ja verschiedene Kameraperspektiven machen. Siehst ja auch sehr interessant aus. Schlank und... Du kannst ja... du siehst ein bisschen männlich aus. Aber naja. Man kann das eben halt aus verschiedenen Perspektiven machen. Kameraperspektiven. Sobald du V drückst, einmal aus der Linie, dann ein bisschen näher. Ja. Dann etwas weiter weg und ganz weiter weg. Und ich lasse es immer auf ganz weiter weg, weil dann sieht man mehr von der Welt. Genau. Aber schade, ich finde es eins schade. Bleiben Sie mal so stehen, ja? Ich drehe mich mal zu Ihnen. Warten Sie mal. Bleiben Sie mal so stehen. Und Foto gemacht. Es gibt keinen Fotomodus. Ach so. Ja, genau. Ich sammle mal die Steine ein. Ja, es ist dünkel, muss ich sagen. Können wir jetzt schlafen? Und ich weiß es gar nicht. Hier ist ja eigentlich ein Zelt. Hier können wir schlafen. 8 Stunden lang. Ich auch? Ich auch? Ja! Okay, dann schlafen wir. Sollen wir das tun? Ja, wir schlafen. Wir machen das jetzt. 8 Stunden. Gute Nacht. Jetzt kann ich wieder nicht schlafen. Achso, ich muss aufstehen? Jetzt? Das. Oh, du musst das machen, sonst wird das. Dann gehe ich jetzt schlafen. Gute Nacht. Normalerweise. Kann ich das jetzt auch machen? Nein. Ja, ich müsste das selber machen, aber es geht nicht. Leider geht's nicht, so wie ich, wie ich mir das vorstelle. Ich müsste also selber ein Zelt bauen. So, soll ich mal versuchen? Es ist immer noch dieselbe Zeit, ne? Ja. Es hat sich nichts verändert. Ja, ich müsste mir auch so ein Zelt bauen eigentlich. Ja, dann machen sie es doch. Weil damit ich... auch schlafen können. Ja, weil sonst bringt's ja nichts, ne? Ja. Ich guck mal, ob ich das kann. Oder was mir da noch fehlt. Können Ihnen ja helfen beim Einsetzen. Können Sie mir noch ein Stöckchen geben? Setzen Sie erstmal hin hier irgendwo. Ja, ich mache mal hier so hin. Warten Sie mal. Irgendwo, wo grün ist. Da, warte mal. So, ich stelle es hier hin. Ich sehe es nicht, warum nicht? So, ich brauche noch Stückchen. Ich sehe es nicht. Ach so, wahrscheinlich, weil ich keinen Hammer in der Hand habe. Das kann sein. Genau. Ja, das ist es. Genau. Machen Sie das fertig oder nicht? Weiß nicht. Nee, nicht genügend Material. Ich habe nur 70%. Ich brauche noch ein Stückchen. Stückchen? Wahnsinn. Ja, leuchtig. Was sind denn die Stückchen? Ja, pass mal auf, ich mache mal eben den kleinen Baum hier weg. Weil dann kriege ich auch... Stückchen, meinen Sie? Ja, ich brauche Stückchen. Sonst wird das nichts. Ja, stimmt allerdings. Haben Sie Stöckchen? Nee, leider nicht. Ich guck noch mal im Inventar. Einen habe ich nur. Okay. Ich guck mal, wie viel mir noch fehlt. 3 Stück brauchen wir, glaube ich. Ja, einen habe ich. Den kann ich ja schon mal hier reinknallen, ne? Knallen? Wo ist das denn jetzt? Der ist weg. Ja, Sie müssen den Hammer nehmen. Ach so. War ja mal gerade mein Problem. Ich suche hier auch noch mal nach Stöckchen. Ah, hier ist ein Stöckchen. Ich habe einen. Und hier sind noch mehr. Okay, ich nehme mal 2 Stück. Ja, 2 Stück fehlen noch. Ja, ich kümmere. Dann können Sie das fertig machen hier. Ich nehme auch mal den Hammer. Also das ist einfach so, dass du das machen musst. Ja. Weil sonst wird nichts. So, du musst fertig machen. Ja. Da ist jetzt. So, jetzt kann ich auch pennen. Also jetzt drücken wir, bei 3 drücken wir drauf und dann pennen wir 8 Stunden. Dann geht's wieder hin. Also 1, 2, 3. Jetzt geht's nämlich. Also es ist so, dass jeder das selber macht. Oh. Guten Morgen! Oi, Leute. Herrlich. Sieht das nicht geil aus? Oh, das ist toll, ne? So schön her. Am Wasser. Ich muss mal hier am Wasser gehen. Ich muss mal. Oh. Bleiben Sie mal da, ich muss pinkeln. Ist das schön. Die sollen da bleiben. Ich muss nicht meine Füße. Oh, ich pinkel jetzt ins Wasser. Was? Nein! Natürlich. Gehen Sie da hinten an den Busch. Nein, ich pinkel jetzt hier ins Wasser. Oh, das ist so geil. Es plätschert. Da wird man sofort wach. Es plätschert so schön. Oh nein, der macht jetzt da. Ich will jetzt nicht mal schwimmen gehen. Ich wollte mich eigentlich waschen. Ja, können Sie doch. Nee, aber nicht winden. Nee. Wissen Sie was? Ich hau noch ein paar Bäume weg hier. Dann können wir nämlich noch ein paar Stöcker mitnehmen. Oh ja. Die werden wir bestimmt. Kann ich ja auch mal machen. Die werden wir eine Gobo-Pflanze. Ich glaube, die kann man sogar essen. Und Busch. Und noch ein Busch.
und Stein. Ja, pass mal auf. Ich mach sammel mal hier so ein bisschen was. Weil kann ja bestimmt nicht. Und hier ist ein Baum. Warten Sie mal, den machen wir mal klein. So. Jetzt habe ich Stücke. Stöckers? Sieht total cool aus. Stöcker können wir bestimmt immer gebrauchen. Ist das Early Access, Herr Ochsen? Ja, ich glaube. Ich glaube ja, ne? Da kommt noch einiges, Freunde. Da kommt noch einiges. Und das sieht schon jetzt. Es sieht schon, sieht schon. Also es sieht geil aus, muss man ganz ehrlich sagen. Mir, also ich hätte, ich hab's ja euch schon gesagt, ne? Weil ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich mich mal auf sowas einlasse, weil ich eigentlich, ich habe mich ja schon vorgestellt als Don Hoxton's Son. Ah, Don Hoxton's Son. Ja, ja, genau. Und aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so einen Spaß macht. Don Hoxton's Son. Ja, das wissen Sie Bescheid. Ich bin die Rock Lady. Und die Rocklady steht auf Toris. Was ist das denn? Wollt ihr uns nicht ein paar Fische braten, die Dame? Hat sie gesagt. Ja, hat sie aber nicht gemacht. Sollen wir nochmal mit ihr sprechen? Ich kann sie ja mal fragen. Ne, die lässt sich nicht mehr. Doch. So, mach mal. Aber da ist nichts mehr, ne? Oder? Hallo? Du? Ja, nee, ich sehe nichts. Ach so, du kannst nicht. Ich kann nicht, nein. Okay, dann lassen wir es erstmal weg. Wie fühlst du dich? Geht's dir schon etwas besser? Hast du Hilfe gefunden? Noch nicht, ich kümmere mich darum. Ja, das war's schon. Sag mal, wir können das selber nochmal machen. Ich spreche es dir so mal an, da. Ja. Seht ihr das? So. Kümmere, so, alles klar. So, wir müssen auf jeden Fall das Dorf da hinten, das angebliche Dorf, was da hinten ist. Man kann ja, das, genau. Ich glaube, man kann das von hier aus schon ein bisschen erahnen. Aber ich würde sagen, Leute, das soll für den Anfang erstmal gewesen sein. Genau, also ich hatte ja was angedeutet im ersten Video, wo ich gesagt habe, dass ich ein paar Problemchen hatte. Und ich glaube, die Rocklady weiß, wovon ich jetzt rede. Ich hatte mit dem einen Spiel, was mittwochs kam, Probleme. Nicht nur, also auch technischerseits. Und deswegen habe ich mich jetzt erstmal dazu entschlossen zu warten, bis da die Story kommt, damit ich die Story spielen kann. Ich lasse das jetzt erstmal auf Eis liegen, so wie es ist. Aber dafür kommt mittwochs und vielleicht, wenn alles richtig gut läuft, kommt mittwochs und sonntags Sengoku. Ne? Das heißt, wir haben ja sonntags um 10 Uhr den Bausimulator und dann wird dann um 13 Uhr Sengoku kommen. Aber dann muss es gut laufen. Dann muss es richtig gut laufen und wir richtig gut vorproduzieren. Sollen wir mal einmal einen Vorgucker machen? Komm, wir gucken mal einmal. Ja, wir gehen einmal nur gucken in Richtung Dorf. Ja, warum rennen Sie so? Wie kann ich denn gehen? Nee. Wie kann ich denn gehen? Ich glaube, Caps Lock einmal drücken. Ach, guck mal, da liegt auch noch was am Strand. Jo. Warten Sie mal. Ich komme in Ihre Richtung. Nicht tap, Micha. Nicht tap. Oh, wo soll hier ein Dorf sein? Aber es sieht schön aus, ne? Aber guck mal, hier ist wieder Gras. Ich weiß nicht, sie machen mir ein bisschen Sorgen, aber mein Hunger, der ist auch langsam. Wir hätten dann eine Fleischwaffe da haben wir braten können. Tja, sollen wir das eben machen? Ja, wir machen das eben. Aber ich möchte nicht so langsam gehen, so ist okay. Wir braten uns mal eben das Stückchen Fleisch, was wir haben. Damit wir wenigstens ein bisschen... So, ich guck mal, ob ich zuerst kann. So, da ist es. Fleisch... So, habe ich gekocht. Ihr könnt sehen. Ihr müsst das genauso dann, gebratenes Fleisch, in euer Inventar ziehen. Genau. So, und dann mit 3 könnt ihr euch das schnabulieren. Da. Ich habe sogar die grobe Wurzel. Die könnte ich jetzt auch machen. Habe ich die auch? Was für eine Wurzel? Preiselbeeren habe ich noch. Und ich habe noch mehr grobe Wurzeln. Ich könnte ganz viele grobe Wurzeln hier machen. Seht ihr? Die alle gesammelt habe gerade. Können Sie mir welche abgeben? Ich guck mal, ob ich noch welche habe. Ich meine, ich habe noch Preiselbeeren gefunden. Nee, waren die letzten, aber die finden Sie hier vorne. Da. Wo, da? Hier so. Zeigen Sie hier mal. So, am Wegesrand, hier so, hier lang. Ja, hau ich mal auch so eine Wurzel im Kopf. Ich guck mal, ob hier rechts und links waren die irgendwie. Hier, gucken Sie mal, da liegt noch ein Stamm hier. Nehmen Sie doch mal mit. Nehme ich noch mit. Lass das einfach so liegen. Guck mal, ob hier noch eine Gobo-Wurzel für Sie ist, aus einem Busch. Nee, kommen Sie, wir gehen mal langsam da in Richtung. Wir können ja mal eben hier noch hoch gucken, ob wir... Ach, ja, guck mal hier.
Ja, ich komme mal hoch. Och, die sehen aber auch gut aus. Guckt euch das an. Yum, yum. Oh. Komm, sammeln Sie mal was ein hier. Das ist gut für Sie zum Essen. Ein Busch? Nee, kein Busch. Nein, kein Busch. Aber den kann man Steine auch sammeln. Auch nicht. Aber den Busch können wir gebrauchen. Nein, so. Hier ist die Gobo. Hier ist die Gobo-Pflanze. Hier. Die hier? Nee. Die lilane. Ich nehme die mal. Da ist noch mehr, ne? Ja. Mhm. Die können Sie braten. Ja, ich brate mir gleich mal ein paar Wurzeln. Weil mein Magen ist noch nicht voll. Oh ja, ich muss auch was essen. Ich sehe das gerade. Und zwar ziehe ich mir Hast du denn das Fleisch schon gebraten? Ja, das esse ich jetzt auch mal. Ziehe ich mir auf 4. Und die Gobo-Wurzeln ziehe ich mal auf 5. So, ich sammle mal 50.000 Millionen Gobo-Wurzeln. Zack. Und die kochen wir jetzt gleich. Und dann haben wir immer was zum Knabbern, verstehen Sie? Das ist wie Erdnüsse. Das ist auch gelogen. Aber so, das war ein bisschen nur. Warte, ich brate mir gleich mal ein. Ich brate mir mal einen Storch eben. Ja. Warten Sie mal, die sammle ich auch noch ein, weil wenn ich einmal hier bin, dann sammle ich alles ein. Ja, super. Ich habe keinen Bock hier alles zu... Naja, man lässt ja hier nichts liegen, ne? Ja, super. Und dann machen wir ein kleines... Ah, hier ist auch noch eine Gobo. Dann zeigen wir euch einen ganz kleinen Vorgucker, was das Dorf angeht. So, ich brate mir mal eben Storch eben schnell. Ich komme auch noch mal zum Braten. Oi. Oh, warte mal, hier sind ganz viele. Oh, warte mal, ich brate mir den Storch. Hat er nicht gesehen? Gobo-Wurzeln, braten. Yes. Hat er nicht gesehen? Der hat das nicht gesehen. So, die habe ich jetzt gebraten. Habe ich jetzt alle gebraten? Oh, guck, ja, man konnte alle braten, aber ich weiß nicht genau, wie das ging. So, die hauen wir uns mal eben rein. Jede Menge Bärchen. So, auf 4. Und jetzt mal lecker Gobo-Wurzeln futtern. Yum, yum. Und hier ist keine Abgase, ist gar nicht so. Wir braten uns auch mal die Gobo-Wurzel. Aber viel bringt das mal nichts, ne? Ja, wenn ich mal ganz ehrlich sagen. Kann man nicht alle Wurzeln braten? Ich weiß nicht. Mehr herstellen vielleicht, warte mal. Ah ja, genau. Irgendwie war das doch. Mehr genau, herstellen. Alle. Und dann auf E, F, genau. Und dann alle bestätigen. 23 Gobo. Kann man immer ein bisschen... Was? Wie viel hast du? 23. Ja, ist das wahr? Ich hab's so, ja auch das nicht dauert jetzt ein bisschen, weil er jetzt alle Wurzeln wurzelt. 23. Und, ja, wir und gucken ich mal. Erstmal. Ich sag mal Prost, ganz gut. Ei, ei, ei. Oh, ich bin fast voll. Ich bin fast voll. Aber nur fast. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Das sieht so schön aus. So, wir gucken mal. Ah, nee, das wollte ich nicht. Oh, hier ist ein Eimer. Ich kann hier einen Eimer nehmen. Ja, ich kann Wasser. Können wir den übers Feuer? Ich hab eine Flasche. Ja, ich hab hier einen Eimer. Ja, dann holen Sie noch Wasser, dann braten wir Wasser. Ja, warten Sie, ich nehme mal den Eimer. Hab ich jetzt so viel braten Wasser? Leute, was ist mit mir los? Aber wir können den nicht dingsen. Warten mal, ich guck mal, ob wir den auch am Feuer irgendwie einsetzen können. Nee, kochen steht hier zwar. So, mein Magen ist wieder voll. Gegenstand verschieben, fallen lassen. Mit Tee. Na, wenn er fallen ist, dann bringt das nichts. Aber ich kann den Eimer auch nirgendwo einsetzen, ne? Es werden wahrscheinlich so, komm, wir machen jetzt den Vorgucker, komm. Ja, wir machen den Vorgucker, Freunde. Wir gehen jetzt mal da, ihr steht ja, ihr seht ja unten, geh zum nächsten Dorf. Ja, und das genau. Muss hier unten irgendwo sein. Oh, sieht so schön aus, guck mal, da unten liegt auch wieder was. Ah, oh, hier, Gobo-Wurzeln. Kommen Sie einsammeln. Wir können das immer gebrauchen, weil immer so ein Snack nebenbei. Ja. So, wir gehen mal weiter. Wenn wir uns hier wieder im Busch. Ah, hier oben. Yam, yam. Das ist krass. Oh, guckt mal. Hast Leute. Du jetzt Yam, yam gesagt? Was? Ja, hier ist ganz viel Weinbeeren. Aber die sehen sie ja nicht. Die fressen aber auch alles, ne? Oh, ja, gibt's immer Durchfall und Furzeritis, ne? Hä? Ich sehe ein Haus. Wo? Kommen Sie mit. Ja. Hier rennt jemand rum. Ja, da hinten. Aber wir wollten ja eigentlich nur einen Vorgucker wir wollten machen. Nur, ja, aber so ganz kurz so, ne? Und dann ist gut. Da ist das. Ich nehme schon mal. Kommen Sie mal her hier zu mir. Hä? Da oben drauf. Da, wo das Gras wächst. Ach, da sind noch mehr Gobo-Wurzeln. Ich sehe da schon. Sie sind schon wieder am Ernten da. Ich mache überhaupt nichts. Ja, ja. Da hinten ist auch ein Elch. Was? Da steht auch ein Elch da hinten.
bestimmt ein Elch. Mein Gott, na sicher steht da ein Elch. Japan, das ist bestimmt kein Elch. Ne, was ist das denn hier vorne? Kommen Sie mal mit. Kommen Sie mal mit. Ja. Kommen Sie mal mit. Was steht denn hier? Das ist ein Wikiki oder sowas. Was ist das? Das ist kein Elch? Nein. Oder ein Hirsch? Ein Hirsch. So, ein Hirsch. Hier ist ein kleines Häuschen. Ja, aber wir wollen nicht zu viel, ne? Nein, wir wollen nur mal so kurz gucken. So kurz mal rüberlinsen. Ja. Okay. Okay. Ich würde sagen, Leute... oh, Gobo-Wurzeln. Oh Gott, die sind wieder schon wieder... Also, während wir jetzt hier die Gobo-Wurzeln uns drum kloppen... Genau, so sieht das aus. Auch. Also, nee, wir kloppen uns da nicht drum. Stimmt, wir werden uns... Wir teilen uns das. Wir werden uns königlich teilen, genau. Das sieht das aus. Vor allen Dingen königlich. Oh, hier ist wieder Weinbären, Leute. Guckt euch das an. So, ich würde sagen, erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Jawohl. Und wenn es gut läuft, dann kriege ich das sogar zweimal die Woche. Also, wie gesagt, gibt es zweimal die Woche. Also, Fakt wird, dass, wenn ihr das jetzt seht, habt ihr ja das erste schon gesehen. Genau. Und wenn es richtig gut läuft, zweimal die Woche, mittwochs und sonntags. Was haben wir? Jeweils um 13 Uhr. Wir haben einen Busch hinten. Kommen Sie mal ein bisschen näher. Was denn? Kommen Sie mal ein bisschen näher. Nee, hinter mir. Hinter ihm? Und bücken Sie sich mal. Was denn? Gehen Sie mal in die Knie. Das ist aber nur der Busch. Uah! So, und damit würde ich sagen, das war das Wort zum Sonntag. Leute, da ist das kaputte Dorf. Wir müssen da irgendwann mal hin. Und ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal. Seht zu. Mach's gut. Tschüss. Und tschüss.